In einer Mikrosonde oder einem Rasterelektronenmikroskop werden Elektronen in einer Säule erzeugt. So eine Säule lässt sich grob unterteilen in zwei Teile. Einmal hier oben der Teil, das hier ist die Elektronenkanone, und dann den unteren Teil, das ist das elektronenoptische System. Man hört oder man sieht es auch manchmal in der Software als EOS entsprechend abgekürzt. Hier unten ist dann die Probe und hier auf der Seite sind die zum Beispiel die Spektrometer und verschiedene andere Sachen angeflanscht. Als erstes wollen wir uns mal die Elektronenkanone anschauen. Deren prinzipielles Design ist eigentlich immer so, dass man irgendeine Art von Filament hat. Früher hat man da oft Wolframfilamente genommen oder werden heute auch noch oft benutzt. Und die werden hier in einem Feld beschleunigt. Hier unten ist die Anode, also gibt es eine Anode. Hier oben ist eine Spannung angelegt von negatives Potenzial von zum Beispiel zwischen 5 und 30 Kilovolt. Dieses Filament hier wird geheizt, also wird ein Strom durchgeschickt. Und durch den Strom, der hier durchgeschickt wird, werden hier an der Spitze, einfach weil die Elektronen hier ein bisschen nicht so ganz schnell um die Kurve kommen, oder dann haut sie manchmal aus der Kurve raus, und dann schießen die hier aus der Spitze raus. Und dann werden sie in dem Feld, das hier anliegt, beschleunigt durch die Anode durch. Also das passiert dann hier in diesem oberen Bereich. Hier. Also hier hat man diese Spitze drin und so weiter. Und dann werden die Elektronen hier durch beschleunigt. Jetzt bei moderneren Geräten oder Geräten, bei denen man sehr hohe Auflösung benutzen möchte, hat man sogenannte Feldemissionskanonen oder auf Englisch Field Emission Guns. Die sind im Prinzip ähnlich aufgebaut, ist auch so ein Draht, bloß hier vorne in dem Draht drin sitzt jetzt so eine Wolframspitze, die hier vorne ganz spitz zuläuft. Und aus dieser Spitze hier vorne, also hier vorne aus dieser sehr, sehr dünnen Spitze, können dann über den Tunneleffekt in Atomen einzelne Elektronen austreten. Also über den Tunneleffekt kommen dann hier Elektronen raus. Diese Wolframspitze ist meist oder manchmal noch mit so einem Zirkoniumoxid umgeben und das benetzt diese Spitze hier und verstärkt dadurch den Tunneleffekt. Der Rest ist damit das gleiche wie hier, also da ist auch so ein Zylinder rum und eine Anode und so weiter, und dann können die Elektronen hier raus beschleunigt werden. Der Vorteil von dieser Feldemission ist, man bekommt einen sehr viel feineren Strahl, man bekommt eine sehr viel höhere Auflösung, und diese Wolframdrähte, die brennen mit der Zeit durch, weil auch Wolfram rausgespattert wird, wohingegen diese Feldemissionskanonen, die halten, wenn es gut läuft, mehrere Jahre, weil einfach dieses Zirkoniumreservoir immer wieder die Spitze hier neu benetzt, sobald was davon abgespattert wird oder sonst irgendwas, und dadurch halten länger. Das sind dafür sehr viel teurer, und Wolframfilament kostet 70 Euro, so eine Feldemissionskanone kostet ein paar tausend Euro. Die Elektronen, die jetzt hier oben rauskommen, die kommen jetzt nicht alle senkrecht raus, sondern die kommen so auch ein bisschen schräg raus, und die bilden hier so einen gewissen Crossover. Und das hier nennt man auch den ersten Crossover. Jetzt kann man sich diesen Crossover so ein bisschen vorstellen, als würde an dieser Stelle vielleicht eine Person stehen. Also der Crossover ist einfach nur diese Person hier. Und jetzt steht hier drüben eine andere Person. Und diese Person möchte von der hier ein Foto machen. Ja, hat hier so ein Fotoapparat und möchte jetzt, schon Handy natürlich, und möchte jetzt ein Foto von dieser Person machen. Und in diesem Fotoapparat sind natürlich gewisse Linsen eingebaut. Und diese Linsen, die fokussieren jetzt dann das Bild auf einen Sensor in dieser Kamera. Jetzt diese Person hier ist sowas wie dieser Crossover. Also das ist die Sache, die wir abbilden wollen. Und
Hinter die Sache, die wir abbilden wollen, kommt jetzt das Linsensystem. Und jetzt kommen diese Linsen, mit denen dieser Crossover hier praktisch auf die Probe abgebildet wird. Also das, was auf der Probe an Elektronen ankommt, ist nichts anderes als das, was hier in diesem Crossover entsteht, bloß durch die Linsen noch etwas fokussiert. Das heißt, wir kommen damit zu diesem zweiten Teil, zu diesem elektronenoptischen Teil. In dieser oder diese Elektronenoptik besteht hauptsächlich aus zwei Elementen. Hier oben gibt es solche Blöcke und in diesen Blöcken gibt es Kupferspulen und ummantelt sind die von Metall. Das hier ist Metall auf beiden Seiten. Dann gibt es aber diese Öffnung hier und aus dieser Öffnung kommen dann die Magnetfelder raus. Also das Metall schirmt sonst das Magnetfeld ab. Und dieses Magnetfeld ist hier in der Mitte stärker als an diesem Loch selbst. Wenn dann die Elektronen hier durchkommen, irgendwie, dann werden sie hier entsprechend zum Beispiel fokussiert oder gehen hier durch und kommen dann etwas fokussierter wieder raus. Und von diesen Spulen und Magneten gibt es zunächst mal zwei. Das sind die Kondensatorlinsen und weiter unten gibt es dann noch die Objektivlinse. Die sieht dann oftmals so ein bisschen mehr schräg aus, so in der Art. Und das ist dann hier unten das Loch und da drin ist irgendwo die Spule. Und auf der anderen Seite ganz genauso, hier unten ist dann das Loch und hier drin irgendwie Spule. Und das ist die Objektivlinse. Und hinter dieser Objektivlinse, also hier wird es dann auch nochmal durch, kommt dann die Elektronenstrahlen raus und treffen hier unten auf die Probe. Und hier unten würde zum Beispiel noch der BSE-Detektor sitzen. In die Säule eingebaut gibt es dann noch weitere Blenden, die den Elektronenstrahl eben ein bisschen fokussieren, einfach nur abschneiden. Also wenn hier irgendwelche Elektronen zu weit auseinander gehen, dann werden die abgeschnitten, sodass der Strahl immer schön schmal bleibt. Zum Schluss gibt es dann noch in dieser untersten Spule hier zwei weitere Spulen. Und diese Spulen sind dafür da, dass der Strahl hin und her gelenkt wird. Das heißt, diese Spulen sind zum Scannen oder Rastern des Strahls über die Probe da. Also die lenken den Strahl so ein bisschen in die Richtung ab und dann saust er hier so eben hin und her, beziehungsweise auf der Probe selbst, womit dann ein Rasterbild erzeugt wird oder bei Element Maps eben ein Element Map erzeugt werden kann. Und das wäre also der zweite Teil, also das ganze Ding hier steckt dann in diesem hier drin, in dem unteren Teil von der Elektronenoptik. Also die Elektronensäule hier besteht einmal aus der Elektronenkanone, der Electron Gun und hier unten dem elektronenoptischen System. Und dann kriegen wir einen sehr schönen Elektronenstrahl, der hier auf der Probe auftrifft. Damit dann die Elektronen auch tatsächlich hier unten ankommen und nicht vielleicht durch Luftmoleküle abgelenkt werden, brauchen wir in der Säule ein Hochvakuum. Das ist meistens bei sowas wie vielleicht 1 mal 10 hoch minus 4 Millibar. Hier oben so ein FEG, also eine Field Emission Gun, ist sehr drucksensibel und braucht extrem geringe Drücke. Da liegen wir eher so im Bereich von 10 hoch minus 8 Millibar. Also da braucht man sehr gute Pumpen, um dieses Vakuum herzustellen. Und das also ist die Elektronensäule mit der Gun bzw. dem elektronenoptischen System, um die Elektronen mit hoher Beschleunigung auf die Probe zu fokussieren.